So, ist egal, das kriegen wir hin. Wir spielen das auf, ja, wir spielen auf schwer, ne? Genau, immer noch auf schwer. Wir sind totally schwer. Und so, boah, ich fühle mich auch ganz, ganz schwer. Ja. Und wir sind jetzt gerade so in der Phase, wo es wieder härter werden könnte. Na, mit Goblin-Coptern und Schurken und oder Ninjas. Wo es wieder härter werden könnte. Wie lange hat man diesen Spruch im Fußball schon nicht mehr wahrgenommen? Ich habe keine Ahnung. Vom Fußball? Ja. Also ich kann es wohl selber spielen, ein bisschen, aber ich habe, es interessiert mich nicht. Ich habe mal einen Pokal bekommen fürs Fußballspielen. Aha. Da war ich nämlich Torwartkönig quasi. Du warst Torwart? Ja, ich war Torwart. Sonst hätte ich mich das noch mehr beeindruckt. Ja. Torwart ist irgendwie immer total... Ey, das war voll schwierig. Ich habe 11 Meter gehalten. Ja. Das hat nicht jeder. Okay, 11 Meter halten ist natürlich tatsächlich schon mal, muss ich ja ganz ehrlich mal gestehen. Das ja, fand das ich ist, auch. Damals war ich auch happy bis... Ja. Ihr Schweine. Das hat er gesagt. Ja gut, das war aber auch ich schon eine Weile her. Ich komme da nicht ran an den Gobblecopter. War das... Oh Gott, jetzt muss ich gerade überlegen. Du musst überlegen. 24 bin ich jetzt. 1800. Ja, so ungefähr. Ich muss gerade echt... Es begab sich zu einer Zeit, als Hänsel und Gretel noch nicht erfunden waren. Wieso schießt denn hier so ein Ding auf mich? Weil es da durchgeflogen ist. Das habe ich nicht erreichen können. Habe ich doch gesagt. Aber warum sie auf dich schießt, weiß ich nicht. Vielleicht hast du ihm vorher in einem anderen Leben irgendwie etwas Böses getan. Deine Metallteile will doch keiner sehen da unten. Wenn du wüsstest, wahrscheinlich ist Basti da auch irgendwie so ein Doppelkönner. Der kann halt einstecken und austeilen. In den mit dem Stab umgehen. Ja. Ach Mensch. Ach ja. Katarang, bitteschön, dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank. Wellenbonuszeit gibt es sogar auch hier als Bonus. Wir sind fix unterwegs, Bonus. Das stimmt schon. Bonus. Reich mir mal den Bonus. Das ist super. Ist das Austin Powers, oder? Nee, also es kann sein, dass es auch da ist, aber ich kenne das nur, das ist ein ganz schlimmer Insider von World of Warcraft. Ihr klaut mir hier ständig das ganze Mana weg, wobei ich bin auch nicht wirklich viel unterwegs während des Schießens. Wo bist du denn? Ich bin jetzt gerade hier im Süden. Ich habe gerade so... Da fliegen hier Waffen durch die Gegend. Das war echt Glück gerade. So. Ja, ich meine, bei mir muss ja auch, da können die beiden Türme, die können da aufgewertet werden, aber sonst ist ja okay. Bitte. Ja. Damit kann ich nicht mal den Bus bezahlen, um nach unten zu kommen. Ich repariere mal die Fallen. Immerhin hat die Katze nochmal was hier. Und die ganzen Kisten, da sind noch Kisten. Boah, wie ich hier durcheinander komme, ist ja furchtbar. Das ist echt schrecklich. Man sollte die Türme ausblenden können. Nee, das Problem ist, ich habe in Gedanken immer ein gespiegeltes Bild von der Karte, das unten oben und oben unten ist. Dass ich, da wo ich jetzt bin, ist für mich unten. Aber es ist halt oben. Also Süden, ich meine Norden. Man darf auch nicht so viel, ja? Ich hab's verstanden. Man darf auch nicht so viel auf die Karte gucken. Erzähl mal. Weil mich bringt genau das durcheinander. Also wenn ich hier einfach nur so mir die Map angucke, dann weiß ich schon ganz genau, wo hier was ist. Ja, dann ist klar. Wenn ich immer auf die Karte gucke, dann ist dann wird es ja spannend beim Boss nachher, glaube ich. Du kannst uns ja mal erzählen, du hast dich ja damit ein bisschen beschäftigt. Du hast ja ein bisschen Leben gelesen und so. Videos geguckt, wie bescheuert. Genau. Gelesen, das war unglaublich. Wo springt man denn da am besten? Das würde ich euch dann zeigen, wenn es zur letzten Welle hingeht. Wir haben ja sowieso Zeit. Und da werden dann auch direkt die Markierungen angezeigt, glaube ich. Von daher wäre das mit Sicherheit nochmal sicherer. Okay. Also würde ich jetzt einfach sagen. Sicherheit. Würde ich jetzt einfach sagen, ist das die Hukurburg oder die Allianz oder die Ergo oder was? Wie viel Werbung wir auch ständig hier machen. Oder Name. Aber ich krieg keinen Cent dafür. Ich auch nicht.
Das ist schlimm. Zahlt uns gefälligst dafür. Wir werden nicht mehr versichert oder kriegen wir ein Auto für. Ja, ich bin bei allen versichert, weil ich mir denke, einer muss ja dabei sein, der es kann. Genau. Und dann zahlen alle zeitgleich. Ja, ich bezahle etwa so 7.000 Euro monatlich für meine Versicherung. Aber du lebst doch davon, dass du eigentlich Schmerzen hast, ne? Jetzt so, dass du dir Schmerzen zufügst. Ja, genau, und die Versicherung zahlen hat. Und weil halt alle Versicherungen zahlen, habe ich quasi ein Überangebot an Versicherungszahlung. Eben, und ich habe mir ja zur Serviceleistung gemacht, dass ich die Schmerzen anderen Leuten zufüge. Das ist auch nicht mehr selber. Achso, und dann teilen wir einfach. Ja, genau, ich kriege dann einen gewissen Anteil und ich füge dann den anderen die Schmerzen dazu. Ah, das ist aber lieb. Weil sonst also kriegst du dann auch einen Anteil der Schmerzen? Nee, ne? Nur der Leistung? Nee. Es geht ja darum, weil wenn man sich das selber zufügt, das sieht dann immer so offensichtlich aus, wenn man es nicht gut genug macht. Ja, das entstammt natürlich einer langen Reihe von Versicherungsbetrügern, auch damals schon im Krieg. Von wegen, ich habe einen Schuss im Fuß. Das war ich aber nicht selbst. Guck, das kann ich gar nicht gewesen sein. Das war der eigentliche Grund, wie der Kalte Krieg entstanden ist. Das wissen hier kommen aber ganz schön viele Viecher, sag mal. Ja, und alle stehen zu weit weg. Also wir sollten dann mit dem Boss ziemlich schnell sein, am besten. Ja, alle stehen aber richtig weit weg. Weil ich kann hier gerade, ne, das wird kritisch. Kritisch? Jo, auf jeden Fall, Alter. Das war richtig hardcore, Alter. Ho. Das ist tatsächlich gar nicht so. Hier stand zum Beispiel ein Ogre gerade hinter meinen Abwehr. Da kommen gerade Flattermänner, aber die sind ab der Hälfte hier, die landen hier irgendwo einfach. Ja. Da müsste ich auch einfach mal in die Gegend. Ja, Basti, auf jeden Fall die tödlichen Türme. Wenn ich immer nur hier rumstehe, dann habe ich da genau gar nichts von, außer dass es halt den Kristall bringt, aber mir nicht. Also ich will ja auch das Gefühl haben, dass ich nützlich bin. Du bist nützlich. Du bist nützlich. Und wenn das sagst du doch jetzt einfach nur so. Nein, wirklich, du bist echt nützlich. Ich meine. Ja, jetzt bring mal Beispiele. Stell dir mal vor, ich sehe es schon. Stell dir mal vor, ich bin noch nicht, ich habe noch nicht mal angefangen. Verschwende deinen Atem nicht. Hast du auch wieder recht. Nein, aber stell dir mal vor, dass eine Footballmannschaft kein Wasser zur Verfügung hätte während der Pausen. Ich bin jetzt das Wasser. Der Wasserträger. Du bist der Wasserträger. Schön. So, ich mach mal, ich drück auf G, um euch unter Druck zu setzen. So. Das ist aber damit, ich dachte, du motivierst uns und bringst uns Wasser. Das ist ja eigentlich auch der eigentliche, sag ich mal, oder einer der wesentlichen Punkte, einer der wichtigen Punkte als Chef, dass man nicht immer hier der liebe Kuschelchef ist, sondern dass man seine Mitarbeiter oder Unterworfenen, die ihr jetzt sein könntet, anspornt. Ja, durch Druck. Durch Druck. Und dass man selber ein Arsch ist. Genau das, was man so auf der Chefschule lernt. Genau. Ja. Druck. Ja. Sehr schön. Hier, Basti, du musst, glaube ich, bei dir die tödlichen Türme nochmal aufwerten. Ich guck mich nochmal bei euch um. Ich mach das aber noch. Ja, genau. Also bis zur letzten Welle auf jeden Fall. Ja, locker. Ich muss gleich auf jeden Fall auf Tour gehen und Kristalle einsammeln. Hier, also nicht unsere drei hier, sondern die. Du kannst aber auch mal machen und dann woanders hinstellen. Genau. Es gibt ja auch Karten, wo der Kristall oder der Kristall dann durch die Gegend flutscht. Das ist spannend. Also tatsächlich ist es sehr herausfordernd. Das klang vielleicht jetzt nicht so, aber das ist wirklich sehr herausfordernd, dieser ganze Kram. Problem ist, ja genau. Ja, es ist schön, wie du dich hier artikulieren kannst. Das ist der geilste Kommentar, den man so geben kann. Ja, das ist spannend. Egal, was der Mensch sagt. Nein, ja, das ist... Also es gibt ja die Kochsendung, wo es dann heißt, das schmeckt ja sehr interessant. Ja. Ah ja, interessant also. Ich würde mich aber wundern, wenn der Kristall schmeckt. Also würde mich nicht wundern, vielleicht ist das ja... Also wie die Ober draufhauen, muss ja echt lecker sein. Vielleicht ist das ja ein riesiger Lolli, der da in der Gegend steht. Aus Zucker. Ich weiß nicht, bei uns sieht das jetzt nicht sehr lollihaft aus. Das bringe ich nicht in Versuchung, sonst lutsche ich hier gleich an den...
Kristall. Es gibt natürlich auch diese nur an den Kristall. Muscheln, die man auslutschen kann. Die Dinger. Stimmt. Falls boah, noch jemand dann, kennt. Oh, die waren so schlimm früher immer. Die sind zum Kotzen, ey. Ich hab mich immer so eingesaut. So ein Kirschzeug, ne? Oder was war das? Ja, meistens, ich meine auch, die waren meistens oder grün. Weil also halt ein künstliches Kirsch, ne? Gelb ebenfalls. Genau. Ja. Und dann, man, alles hat geklebt, aber man hat, man, ich habe die nie zur Hälfte wegbekommen. Weil man sabbert da so lange rumgelutscht. Genau. Und dann sabbert man so langsam an der Hand lang und dann läuft es den Ärmel runter. Ja. Weil das von der Form her so unmöglich ist. Das klingt, als ob das erst gestern erlebt hätte. Also mir würde das auch noch, mir würde das auch noch gestern irgendwie passiert sein. Ja, mir auch, klar. Passieren können. Wie schnell die Ohren hier umfallen, ist unfassbar. Liegt es an mir oder sind die einfach nur schwach? Nee, die haben wenig Life. Das ist alles. Das ist zum Glück. Also, das ist unser. Ah, ah, ihr Schurken! Das sind voll die No-Lifer. Ihr Schurken! Ihr Schurken! Oh, hier gibt's doch irgendwo einen Robocopter da. Ja, hier sind überall Robocopter. Also, das du meinst, ist aber mit Anhang oder ohne? Das ist immer zu weit weg. Oh, das ist doch nicht zu weit weg. Jetzt, wo ich gerade mal das sagen wollte, ist es doch nicht so. Ohne. Wow, der kommt ja direkt hier runter. Ist ja schön. Ach, ich brauche. Auch schwer werden ja die Kristalle geheilt, ne? Ja. Ja. Das ist voll der Loot. Wo kommst du denn plötzlich hier, mein Freund? Hello. Oh, Katze. Das kannst du doch nicht machen. Da ist der Ogre. Ist der gut? Huch, ist das ist ja auch noch ein Ogre. Das ist ja verrückt. So, Kristalle einsammeln Hab ich nur repariert? Was war das? Ich hab mich vertan. Ist egal. Oh mein Gott. Die Fallen machen auch so genug Schaden. Das stimmt, ne? Da musst du eigentlich nur drauf achten, dass die... Ich werfe nochmal die Türme auf ihre höchste Angenehmheitsstufe auf. Oh, du bist so angenehm. Hm. Ja, ich bin auch High-Level angenehm. Ich hol mal nochmal... Mana, und dann werte ich den letzten Turm da auf. Jupp. Bei dir. Bei mir? Nee, aber bei dir würde ich das die nächste Runde anpeilen. Oh, nee, das kann ich auch selber. Geht? Ja, ich weiß ja nicht. Ja, das krieg ich hin. Gut, das hört sich gut an. Ich bin ja nicht unfähig, ne? Nö, das sagt ja auch niemand. Nö. Der ist voll unfähig. Ich war extra leise, damit du flüstern kannst. Dankeschön, das ist sehr, sehr... Und mich beleidigen. Ach Quatsch, aber ich weiß ja, wie es gemeint ist. So wie ich sage. Es kommt immerhin von Herzen. Ja, richtig. So, wie ist bei euch? Du hast da hinten noch eine Truhe stehen. Oh, ich habe eine Truhe. Wer hat die dann denn plötzlich hingestellt? Warst du eben hier und hast sie dann noch eben schnell hingestellt, ja, damit du das sagen kannst, oder was? Es tut mir leid, du hast mich erwischt. Ich hätte gern... es reicht nicht. Okay, wir können... Ich hab noch Mana. Nee. Doch 400. Nee, das reicht nicht. Ich repariere mal deine Fallen noch. Also ja. Den Moment müsst ihr jetzt noch warten. Welche Kristalle werden bei euch oben angezeigt? Ich habe den ersten und den dritten, weil ich das erste letztens in schwer nochmal absolviert habe. Ja. So, dann haben wir ja bisher immer nur gerade nichts zu tun, ne? Gehabt habe. Ja, genau. Ja, ja, ja. Allerdings ist das zweite, das hier in Marokko, das alleine zu machen, ist böse. Weil, Na, für dich bestimmt halt wegen der Djinns. Weil die Wege halt so überall sind. Ja. Hm. Ja. Aber das erste ging, wo wir uns damals schon so schwer getan haben. Fette Spinnenkönigin, ey. Die war echt schlimm. Die war auch schlimm. Aber da helfen die Fallen gut gegen. Das stimmt. Vor allen Dingen die Blitzfallen müssen da ja ordentlich reinwamsen, wa? Ja. Genau so machen Blitze. Ja. Ah, da fliegt ein Tuter. Ja. Ach, mein Opa hat mich früher immer reingelegt mit, guck mal, da fliegt ein toter Vogel. Und dann habe ich natürlich hingeguckt. Und dann habe ich geweint, weil der Vogel tot war. Ich kenne das nur mit, guck mal, da fliegt ein aufgegessener Toast. Ja, oder Keks. Bei uns waren es die Kekse. So. Wir hatten keine Toasts im Osten. Aber Toasts sind doch eher einfacher als Kekse. Naja, Toasts sind halt kleine Kekse. Und die Kekse im Osten waren halt einfach nur so das letzte Stück vom Brot, was halt knackig war. Toasts sind kleine Kekse? Nee, andersrum. Kekse sind kleine Toasts.
Ja, achso. Ich habe Mana, Herr Rahm. Ja, ja, ich ja, ja. Dir vorbeibringen und einfach hinlegen und du machst was draus. Weil oben ist ganz viel wieder hier. Ja, achso, du bist schon hier unten, ich wollte gerade sagen. Ja, das ging recht flott. Ja, vielen Dank, ich bin jetzt auch voll. Ja, genau, dann werte mal auf. So, lieber Ogre. Was macht ihr? Ja, kein, bin ich nicht da, macht ihr ja. Ich hätte fast reingekommen, ah, ich muss auch werden, aber das ist hier, das steht genau bei mir. Hat sich erledigt. Gott. Wunderbar. Von welches Schreien von euch soll ich ernst nehmen? Soll ich irgendwo helfen kommen? Nee, das hat sich gerade schon erledigt. Okay. Ach Gott, aber das ist ja hier echt ekelhaft. Hier ist gerade aber mehr los. Ja, kaum gehst du mal weg von da oben, ne? Ja, ist tatsächlich. Ja, aber das hatte ich ja sonst auch. Ich bin ja so ein laufender Typ hier. Ich will nicht sagen läufig, aber ich bin halt öfter mal hier weg. Ja, deswegen war ja auch unter anderem das letztes auch nicht so einfach. Ach, guck mal, hier fliegen. Oh Gott, was ist denn hier los? Mir wird so schlecht. Das sind so viele Farben. Gerade noch so. Ja, bei mir geht's gerade, es war schon mal schlimmer. Ich habe hier nichts mehr zu tun. Bei mir ist. Ja, jetzt auch nichts mehr. Übrigens jetzt, ganz fabelhaft, wie die Ogre hier fallen, wenn man da direkt vorsteht und schießt. Das ist super. Ich sag's dir. Ja. Wenn man mehrere Schuss hat. Ich hatte zwischendurch auch eine Waffe, die Flächenschaden gemacht hat, was auch sehr angenehm war, aber die schießt halt nicht so weit und bringt auch bei einem Gegner nicht wirklich viel mehr. Ja. Ja, das ist blöd. Und jetzt dürft ihr weiterreden. Ich habe gerade nichts zu sagen. Ach, du bist immer... ich habe nicht gesagt, dass du reden musst. Ich nur, dass du es kannst. So, die finale Waffe. Die Waffe? Bosswaffe. Bosswaffe. Ich hätte jetzt gern Waffeln. Also, ach Gott. Ach, das Klaus wird noch gar nicht... Nein. Ich sehe das doch. Die fliegen durch mich durch und wollen zu dir. Scheiße sogar. Das ist ja krass. Wie noch die halbe Map später mir die Kristalle entgegenfliegen. Ja, weil du so schnell bist. Ich bin so schnell. Ja, du bist ein kleiner Flitzer hier. Hier oben liegen noch 500 Mana-Kristalle. Naja, es ist ja sowieso nur Bonus gewesen jetzt hier. Das ist ja nichts, was ich jetzt bräuchte, um meine Miete zu bezahlen da unten. Also wir sind ja schon in der letzten Welle und schade, dass schade, dass das jetzt nicht angezeigt wird, was ich gehofft hatte, dass angezeigt wird, weil dann wäre jetzt die Erklärung einfacher.